ich fand's lustig und krass, dass sie es durchgezogen haben. Und wir schauen uns mal Simpli an, ein bisschen Simpli, der größte Betrug im deutschen Fernsehen. Die GEZ-Forderung, die ich immer kriege, für jede einzelne Company. Auch wenn die alle im selben Büro sitzen, ist egal. Trotzdem müssen das alle zahlen. Angeblich. Hey, so, Jonas hier. Hey, dieses Jonas. Video wird wieder von Marcel aus unserem Team gesprochen. Ach. Ich bin nächste Woche wieder am Start. Okay, Marcel, hallo. Hallo Marcel. Es ist der Abend des 4. März 2017. 3 Millionen Menschen in ganz Deutschland sitzen vor ihren Fernsehern. Die Verleihung der Goldenen Kamera ist in vollem Gange. Die deutsche Medienelite hat sich für dieses prestigeträchtige Event versammelt. Auch internationale Stars sind mit dabei. Nicole Kidman, Colin Farrell und Jane Fonda sitzen im Publikum. Die Spannung ist kaum auszuhalten, als der Preis für den besten internationalen Film La La Land vergeben wird. Hat die Goldene Kamera es wirklich geschafft, einen der Hauptdarsteller des Films, Ryan Gosling, nach Hamburg zu bekommen? Steven Gätjen moderiert den Schauspieler an. Hier ist the one and only Ryan Gosling! Hä? Der Rest ist Fernsehgeschichte. I'm Ryan Gosling! Joko und Klaas. Ach, das war die Nummer, wo das ja angeblich nicht Ryan Gosling war, sondern Doppelgänger, ne? Glaube ich. Der Rest ist Fernsehgeschichte. I'm Ryan Gosling! Joko und Klaas haben einen Fake Ryan Gosling in die Preisverleihung eingeschleust. Goslinggate macht weltweit Schlagzeilen. Dies ist die Geschichte des größten Betrugs im deutschen Fernsehen. Okay, dass nice. Das funktioniert, das ist einfach richtig krass. Ja, ja, Betrug. Ich würde es auch eher Prank nennen, glaube ich. Ja, ich hasse das Wort Prank wegen YouTube eigentlich nur, aber ich würde es halt auch eher, ja, also es ist ein Lausbubenspaß. Ja, ein spitzbübischer Streich. So. Betrug ist es ja nun nicht wirklich. Ja. Auf Awardshows geht es oft gefährlich zu und Stars erleiden diverse Berufsunfälle. Egal ob Promi oder nicht, es kann Sinn machen, sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit abzusichern. Gib kannst du heran vor den Finanzsinn. 1985 wurde die Preisverleihung das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt und war ein Riesenerfolg. 1990 sahen über 12 Millionen Menschen die Veranstaltung. Die Goldene Kamera hat für viele denkwürdige Momente gesorgt. 2006 erhielt Rudi Carrell wenige Monate vor seinem Tod zum Beispiel eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Die Moderatorin Monika Lierhaus gewann 2011 einen Ehrenpreis, nachdem sie 2 Jahre zuvor nach einer OP für mehrere Monate im Koma lag. Oh, krass. 2017 ist die Goldene Kamera allerdings längst über ihren Zenit hinweg. Annette Frier und Matthias Matschke kündigen hier tanzend die beste Schauspielerin Deutschlands an. Den Zuschauern steht die Fremdscham ins Gesicht geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass ein falscher Hollywood-Star... Hand aufs Herz, heute auf TikTok wäre das ein gutes Video im Durchschnitt. Auf TikTok wäre das ein originelles, interessantes, tolles, dargestelltes Video. Geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass ein falscher Hollywood-Star den Abend retten wird. Springen wir ein paar Monate zurück. Die Moderatoren Joko und Klaas und ihr Zirkus-Halligalli-Team beschließen, der Goldenen Kamera einen Star zu schenken. Sie schmieden einen Plan. Ein Mann spielt dabei eine ganz besondere Rolle. Mein Name ist Ludwig Lehner. Ich bin Koch aus München und nebenbei Ryan Gosling-Double. Die Goldene Kamera vergibt regelmäßig Preise an internationale Stars. Meryl Streep, Daniel Craig, Clint Eastwood, Robert De Niro. Joko und Klaas sind sich deshalb sicher, dass Ryan Gosling mit offenen Armen empfangen werden würde. La La Land erscheint Ende 2016 und wird zum Kassenschlager. Im Februar 2017 wird der Film mit 7 Golden Globes und mehreren Oscars ausgezeichnet. Ryan Gosling spielt eine der beiden Hauptrollen im Film. Das kann die Goldene Kamera sich nicht entgehen lassen. Aber wie vermittelt man einen hochkarätigen Hollywood-Star? Joko und Klaas geben sich als eine renommierte PR-Agentur namens Konrad Herz und Gravemann aus. Dieser Ryan Gosling, dieses Ryan Gosling-Double, ich warte gerade, dass er wieder gezeigt wird, der sieht Ryan Gosling ähnlich, aber er sieht ihm nicht ähnlich. Weißt du, was ich meine? Also er sieht
ähnlich aus, aber sieht halt nicht gleich aus. CHG kann dabei natürlich auch für Zirkus Halligalli stehen. Sie bauen eine Website mit authentischem Star-Portfolio und kontaktieren dann die goldene Kamera. Ryan Gosling sei im März für ein Werbedreh in Deutschland und könne gerne bei der Preisverleihung vorbeischauen. Die Mail unterzeichnen sie als Katharina Dolus. Dolus ist Latein und bedeutet Betrug oder Täuschung. Die goldene Kamera beißt an. Wird da eben wirklich nur schnell reinhuschen, sag ich mal? Ja oder nein? Wir haben angebissen. Doch es gibt ein Problem. Ah, ist schon nice. Ryan will natürlich nur an der... Hat niemand die Agentur geprüft? Natürlich, du guckst dir online auf die Seite und dann gibt es eine Seite und dann, ne? Aber was willst du machen? Willst du hinfahren und die Räumlichkeiten überprüfen? Du hast ja auch gerade gesehen, die haben auch telefoniert mit der Agentur und so weiter. Also du kannst es schon so aussehen lassen. Wie weit soll die Überprüfung der Agentur denn gehen? Also willst du Lebensläufe schicken lassen? Selbst die kann man schicken. Also weiß ich nicht. Der Veranstaltung teilnehmen, wenn er auch einen Preis verliehen bekommt. Colin Farrell soll aber bereits bester internationaler Schauspieler werden. Ein paar Telefonate später findet sich eine Lösung. Ryan Gosling bekommt stellvertretend für das gesamte La La Land Team die Auszeichnung. Blick ins Handelsregister macht doch keiner, um dir zu überprüfen. Du googelst halt danach. Du googelst danach. Also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Blick ins Handelsregister sehe ich wenige von uns das machen, wenn die irgendwen überprüfen. Da wird Google angeschmissen und dann wird geguckt, ah ja, alles klar, ist legitim. Bester Film international. Joko und Klaas sind ihrer goldenen Kamera zum Greifen nah. Das Einzige, was mir so durch den Kopf ging, bis zum Tag X, hoffentlich geht das alles gut, weil man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Das Zirkus Halligalli-Team mietet eine Suite in der Nähe des Veranstaltungsortes in Hamburg. Dort gehen sie nochmal alles durch. Ryan taucht in der Mitte der Veranstaltung auf. Kein roter Teppich, keine Interviews, eigene Sicherheitskräfte. Direkt in die Garderobe, dann mit Sidestep auf die Bühne, goldene Kamera einsacken und abhauen. Dann ist es soweit. Sie fahren mit einem Van zum Veranstaltungsort. Ludwig hat eine dicke Winterjacke an, die Kapuze ins Gesicht gezogen. Sie machen sich auf den Weg zur Garderobe. Dafür müssen sie an etlichen Menschen vorbei und sogar einen Fahrstuhl benutzen, in dem sie ganz eng mit Mitarbeitern der goldenen Kamera beisammenstehen. Doch Ludwig wird nicht enttarnt. Man muss ja auch dazu sagen, ich hatte eine riesen Entourage. Also ich hatte einen Haufen Sicherheitsleute um mich herum, dass auch keiner auf die Idee kam, herzukommen und sagen, hey, du bist doch der echte Ryan Gosling. Das, aber ganz ehrlich, das muss so Bock gemacht haben, ne? Der muss Blut und Wasser geschwitzt haben, aber das muss einfach so gebockt haben. Voll geil, wenn du das erlebt hast, ja, auch wenn alle behumst wurden, ja, aber voll geil am Ende des Tages, es muss einfach so geil gewesen sein. So cool. Dann geht es hinter die Bühne. Ludwig steht direkt hinter Thomas Hermanns, dem Creative Director der Verleihung. Bevor es auf die Bühne ging, das war so der schrecklichste Moment. Weil zu dem Zeitpunkt hast du dann eigentlich schon realisiert, hey, das Ding könnte funktionieren. Wir könnten es wirklich auf die Bühne schaffen. Und jeder Schritt zu dieser Bühne hin fiel mir einfach auch immer schwerer, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, du hast ja auch Angst, du weißt ja nicht, was passiert. Steven Gätjen moderiert La La Land an. Ludwig steht im Dunkeln vor der großen Tür zur Bühne, als Ausschnitte des Films gezeigt werden. Und dann ist es soweit. The one and only Ryan Gosling! I dedicate this award to Joko and Klaas. Und widme Joko und Klaas diesen Preis. Herzlichen In Dank. In Hamburg sagt man Tschüss. Ludwig verliert keine Zeit. Er dreht sich um und eilt mit schnellem Schritt von der Bühne. Das Team und Ludwig hetzen aus dem Veranstaltungsgebäude. Es ist vollbracht. Der Preis ist in den Händen von Zirkus Halligalli. Für die goldene Kamera ist der Skandal eine unfassbare Blamage. Nicht nur konnte sich Fake Ryan bis auf die Bühne der Preisverleihung schleichen. Weil Leute gefragt haben, wie sowas passieren kann, ja, und wenn das schon so ein hochkarätiger Name ist, warum man dann nicht mehr prüft, kann ich ja sagen, warum. Ich würde es unter FOMO einkategorisieren. Fear of missing out. Wenn du die Chance hast, Ryan Gosling da hinzukriegen, da werden die Augen aber geleuchtet haben. Aber richtig geleuchtet. Das wollten die unbedingt. Also alles möglich machen. Hauptsache der kommt da hin.
Ja. Ohne, dass es jemandem auffällt, für ihn wurde sogar eine ganz neue Kategorie eingeführt. Scheinbar nur, damit man mit einem weiteren internationalen Hollywood-Star prahlen kann. Am nächsten Tag spricht ganz Deutschland vom Gosling-Gate. Der Hashtag und etliche Memes verbreiten sich im Internet. Auch im Ausland wird die Story aufgegriffen. That's not Ryan Gosling. It's a giant hoax. Here's the real Ryan. And here's the guy who fooled the producers of the award show in Germany. He's actually a cook named Ludwig Lehner. Die Daily Mail, das Time Magazine, der Hollywood Reporter, sie alle berichten von der Aktion. Der amerikanische Talkshow-Host Conan widmet dem Prank einen Sketch. But watching that clip, I have to tell you, made me question whether or not maybe I could have been fooled as well. So I went back and I looked at some of the interviews I've done. Maybe it's possible. Take a look. Please welcome Ryan Gosling! Der Einzige, der sich nicht dazu äußert, ist der echte Ryan Gosling. Ende 2017 wird er allerdings in einem Bild-Interview gefragt, was er von seinen deutschen Doppelgängern hält. How do you feel about that? How do I feel about that? Your replica. You feel flattered? Yeah. And yet somehow very uncomfortable. That's right. Kurz nach dem Skandal kündigt die Goldene Kamera an, dass sie ihr Sicherheitskonzept grundlegend überarbeiten will. Außerdem müssen Joko und Klaas ihre gestohlene Goldene Kamera wieder zurückschicken. 2019 wird verkündet, dass die Goldene Kamera eingestellt wird. Aus mehr als 10 Millionen Zuschauern in den 90ern wurden deutlich unter 3 Millionen im Jahr 2019. 2020 soll die Goldene Kamera das letzte Mal ausgestrahlt werden. Ich würde gern wissen, woran es liegt, dass es so viel weniger, also das ist ja wirklich extrem abgesagt. Liegt es daran, dass Leute weniger Fernsehen konsumieren oder dass Leute sich weniger für Awardshows interessieren oder ist es Internet? Liegt es wirklich am Internet? Weil ich weiß, dass Fernsehen hat ja immer noch Riesenquoten teilweise, ne? Da sind ja immer noch Riesenquoten beim Fernsehen. Also dagegen stinkt Internet ja teilweise immer noch weg. Wobei in der Masse vielleicht nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Ah. Also ich denke halt immer, ich gehe von mir aus, weil wir halt auch schon seit Ewigkeiten keinen Fernseher mehr haben, also kein reguläres Fernsehprogramm seit über 10 Jahren oder so, vermisse auch nichts. Aber ich gehe immer davon aus, dass die meisten Leute halt immer noch regulär ihre Hörzu lesen, dann gucken, was am Nachmittag kommt oder am Abend kommt, was man so guckt, ja, um 20.15 Uhr zur Primetime. Die Goldene Kamera hat ja nie zum Internet umgeschaltet, TV deutlich weniger Quoten, es werden demnächst Programme gekürzt. Okay, krass. Der Termin wurde dann aber aufgrund der Pandemie verschoben und die Verleihung fand bis heute nicht statt. Der 2017 eingeführte Goldene Kamera Digital Award, für den wir 2019 übrigens nominiert waren, wurde zuletzt 2020 verliehen. Zirkus Halligalli. Ja, guck mal, Daniele Rizzo. Übrigens nominiert waren, wurde. Da sitzt Daniele. Aber YouTube Goldene Kamera Digital Award? Fürs Fernsehen haben die eine richtige Gala. Alles in Gold, alles super edel, alles ganz toll. Und für YouTube Mülleimer mit Basketballkorb. Und irgendwelche komischen Tische, die noch übrig waren. Ich glaube, man wollte damit jung und hip sein und die Zielgruppe auf YouTube abholen. Aber die Zielgruppe auf YouTube sind halt leider alle. Die haben es, glaube ich, nicht verstanden. Zuletzt 2020 verliehen. Zirkus Halligalli und Ludwig haben für ihre Aktion nicht die Goldene Kamera, dafür aber eine andere Fernsehauszeichnung erhalten. Also das ist jetzt der Grimme-Preis im Bereich Unterhaltung und den haben wir dann dafür bekommen für unser Gosling-Gate. Oh, schön. Und das war schon ein sehr schöner Moment in meinem Leben. Dr. Toxic, dankeschön. Vielen Dank, Dr. Preisverleihungen Toxic. Nehmen sich selbst häufig schlichtweg zu ernst. Ja, es geht ich auch. Ihnen um ihr eigenes Image. Ja. Je bekannter und renommierter die Gäste. Und das Problem bei Preisverleihungen ist, es fängt oft ein bisschen Indie an, weißt du so, also Independent-Preis und ja, wir machen es anders, bla bla bla.
Und dann versuchen alle Preisverleihungen die gleiche Scheiße es möglichst aufzublähen, möglichst große Namen zu haben und dann, genau wie auch hier passiert, Kategorien erfinden. Hauptsache man kann irgendwelche großen Namen dahin holen, dann noch möglichst irgendwie so die Preise verleihen, dass man auch politisch gut dasteht, also weißt du schon, und möglichst Glanz und Glorie und völlig übertrieben. Und das ist gefühlt bei allen Preisverleihungen. Und das geht immer so weiter, bis sie dann den gleichen belanglosen Tod sterben, wie so viele Preisverleihungen, die genau denselben Weg gegangen sind. So Preisverleihungen, die irgendwann, die Indie anfangen und auch super interessant sind, nischig und, ne, und da kommen dann auch Leute mal, werden auch Leute mal ausgezeichnet, die man sonst vielleicht nicht so kennt, bla bla bla. Bis es irgendwann, und das tut mir echt leid, das sagen zu müssen, in aller Deutlichkeit, bis es irgendwann einfach nur noch ein Kreis gewinnen wird. Und das bei sehr vielen Preisen, auch bei renommierten Preisen, leider oft der Fall. Sehr, sehr oft. Ernst, es geht ihnen um ihr eigenes Image. Je bekannter und renommierter die Gäste, desto besser. Dabei sollte eigentlich die Wertschätzung von Künstlern im Vordergrund stehen. Ja. Wir haben in Deutschland tatsächlich wirklich super Schauspieler. Und ich finde, dass die Aufmerksamkeit tatsächlich den deutschen Schauspielern gebührt und nicht Hollywood. Würdest du einen Oscar auch so kategorisieren? Ich habe schon zu lange keine Oscar-Verleihung mehr geguckt. Also das Letzte, was ich davon gesehen habe, ja, im Grunde genommen. Man versucht, glaube ich, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, man versuchte davon wegzukommen so ein bisschen. Ja, aber ob das gelungen ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich schon ein paar Jahre nicht mehr geschaut habe. Ich weiß, die haben versucht, davon wegzukommen. Ob sie es geschafft haben, kann ich nicht sagen. Der letzte war wieder besser? Keine Ahnung. Hast du den Webvideopreis noch? Ich habe noch alle Webvideopreise. Also auch die alten, als Webvideopreis noch in diesem Kinosaal oder Theaterbühne oder was das war, ganz, ganz klein war. Wo nur ganz wenig Publikum war. Und nichts mit Fernsehen und sonst irgendwas. So war das. Die Aufmerksamkeit tatsächlich den deutschen Schauspielern gebührt und nicht Hollywood. Die goldene Kamera hatte bereits vor Goslingate mit sinkenden Quoten und schwindender Relevanz zu kämpfen. Ebenso wie viele andere Awardshows. Die Oscars, Grammys und Emmys werden auch von immer weniger Menschen geschaut. Die Formate wirken teilweise aus der Zeit gefallen, als würden sie zwanghaft einer glanzvollen Vergangenheit hinterher trauern. Man erinnert sich am Ende oft nur an die vielen Skandale, die das glamouröse Image zermürben. Yo, Taylor, Beyonce had one of the best videos of all time. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Cheers. Hey, schönes Ende. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Danke für euer positives Feedback zu mir als Sprecher. Dafür wollte ich mich nochmal persönlich bedanken. Nächste Woche ist wieder Jonas am Start. Auf der Endcard findet ihr zwei weitere Videos von uns. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke dir, vielen Dank, Dankeschön. Das war, ja, also es war nicht wirklich ein Betrug. Ja, es war nicht wirklich Betrug, aber es war ein Prank. Ja, im Grunde genommen hat dieser Prank, glaube ich, auch alles, nicht alles, aber einiges aufgezeigt, was falsch läuft, ja, bei genau diesen Preisverleihungen. Und auf der anderen Seite würde ich behaupten, dass es das Ganze auch ein bisschen unfreiwillig aufgelockert hat, aber natürlich, in der ausländischen Presse und so war Deutschland dann natürlich der Joke des Tages, würde ich vermuten. Also da kamen wir, glaube ich, nicht ganz so gut weg, aber andererseits... Ich fand's lustig und krass, dass sie es durchgezogen haben.